Moin, liebe Jäger Prime-Freunde. Wir sind gerade auf dem Weg nach Österreich für euch. Ich wurde von einem Kumpel eingeladen auf eine Gams. Und es hat sich so entwickelt, dass auf einmal wir beide auch noch heute auf eine Murmel gehen dürfen. In Salzburg ist das Ganze und wir wollten euch einfach mal mitnehmen. Jetzt hier erstmal angekommen, stehen hier jetzt vor den ganzen Bergen. Wir sind hier mit Robert, der uns begleitet und führen soll. Unfassbare Kulisse. Haben auch schon Gämse direkt entdeckt und jetzt geht's gleich hoch. So fahren wir zu der ersten Jagdhütte hoch, ja. Zur Hochalm. Ja. Da ist unsere Ausgangsposition und von da werden wir dann ein bisschen observieren und schauen, was wir morgen machen. Okay. Wunderschönen guten Morgen. Es ist kurz vor 8 und wir haben heute Nacht in der Hütte hier übernachtet, sieht man hier im Hintergrund. Gestern Abend sind wir mit Robert hier angekommen. Es ist einfach unfassbar. Also diese Eindrücke, die man hier bekommt von den ganzen Bergen, man kriegt hier vielleicht so einen kleinen Geschmack drauf. Es ist unfassbar beeindruckend. Man sieht immer irgendwo was Neues. Du kannst dich, also du findest hier auch keine Ruhe für die Begeisterung. Ich liebe es hier einfach nur noch. Morgens, nachdem wir dann gefrühstückt hatten noch auf der Hütte, sind wir dann losgelaufen. Und dann waren wir nachher, ich weiß nicht auf was für eine Höhe, irgendwas bei, ich glaube, 2500 Meter. Und dann haben wir da schon die ersten Murmeltiere gesehen, immer mal wieder. Brunnengrässe. Das war der Rat, das ist der Rathausturm, nennt man das. Aber was hast du gestern gesagt? Schätze, das sind 150 Meter. Wie viele Meter sind das? 150? 82 auf den ersten. Unfassbar. Ach, knapp 80 Meter vor uns. Probier mal. Achso. Entschuldigung. Abzug testen. Lack. Robert, auf wie viel Meter sind wir jetzt? 2100, 2150 so. Ja, und bejagt man die Murmeltiere immer auf der Höhe oder ist es unterschiedlich? Also, ab wo fängt es an? Je nachdem, wie viel man gesoffen hat. Ja, weil zum einen, sage ich mir, da oben die Störfaktoren weniger sind, die haben mehr Zeit zum Fressen. Ja. Verstehst? Und unten ist. Es sind viele Störfaktoren,
Jetzt haben die eigentlich nicht die Möglichkeit, dass sie sich so massiv entwickeln. Nicht? Also ja. Da zum Beispiel. Ja. Weil da kommt einmal der Hirte um, einmal ein Fuchs vorbei. Oder die Pferde, was gesagt hast. Das ist eigentlich scheißegal. Nicht? Also auch die klassische Ruhe quasi trägt ja. Dazu bei. Nicht? Man ist das da Nord, nicht? Da ist Süden hinten. Da haben da die Felsen. Die lieben die Kühle. Ja. Nicht übersichtlich. Ja. Wenn die Sonne zu scheinen beginnt, verziehen sie sich. Das mögen sie nicht unbedingt. Wieso? Das Problem, ja. Weil die Sonne blendet, ich sage einmal, Thermik, die Luftwaffe. Ja. Also, mag er einfach. So ein Tag wie heute, das mag der Mami. Und dann sollte Max eigentlich auch schon seinen ersten schießen. Ne? Ja, genau. Und dann fertig gemacht mit der Waffe. Super Unterlage gehabt, auf den Stein rübergeschaut. Runtergeschaut war es am Anfang noch. Und das ist ja, wenn man das nie gemacht hat, also vom Stockschießen natürlich, auf einer Kanzel oder sowas, das hat man natürlich. Aber liegend bei den Bergen, der Höhenunterschied, wackelt alles so ein bisschen. So ungewohnt. Also das war für mich richtig, richtig schwer hinzukriegen. Und dann rutschst du noch, ich lag dann so schräg und ich rutsch die ganze Zeit hinten, rutsche ich immer wieder so runter und verliere so ein bisschen das Gleichgewicht. Und ich dachte mir jedes Mal, wie soll ich jetzt hier sicher einen Schuss antragen? Das ist ungewohnt für mich, so von oben nach unten. Wir können das. Wichtig ist nur, wichtig ist der Versuch, um zu widerstehen. Und sagst, nein, es funktioniert nicht. Wo die dann immer in ihre Löcher verschwinden, hatten wir eigentlich schon uns was ausgedacht, weil da kamen immer relativ viele raus. Und dann plötzlich im ja, Jos sagte auf einmal, oh, da war dicke Murmel. Gelaufen, ein ziemlich dickes Murmeltierchen. Ja. Und was wir, also haben wir ja kein Gefühl dafür. Ja. Orientiert. Und dann sagte, oh Robert, ja, das ist ein guter, der passt. Mit der Anspannung und wenn man dann weiß, oh, jetzt geht's doch gleich los und es ist nicht dieses drauf umgeschaue und sonst irgendwie, hat gepasst. Dass du so eine Ruhe hast die ganze Zeit. Machen wir schon. Waldmannsheil, Max. Ja, schon. Hammer. Ach, schau dir das an. Das sind das Beißer. Das ist La Liga. Ah, das ist ein Hammer. Die sind. Eldorado. Was das für Beißer sind. Ist das wild. Gewaltig. Waldmonster. Ist das geil. Das war gut, oder? Traum. Waldmannsheil, Max. Wollt man sagen. Nein, der ist Wahnsinn. Wie der La Liga. Ja, schau dir mal das Gesicht an. Und jetzt dann denkst du, was unten dir, sag ich mal, für Erscheinung gehabt haben. Ja. Verstehst? Und das, der muss ausschauen, als wäre ein Boxer. Ja. Okay. Ne? Da schau mal, was der da für ich sag mal, schrumpelige Nase eigentlich schon hat. Ne? Ja, passt. Ist das. Super Schuss. Kommt man grillen, ne? Das ist ein Fetzenmann, gell? Boah, ist auch schwer. Richtiger Löwe. Alter, schön. No. Ja, guck dir den Ausblick dazu an. Das ist. Ja, es war genial. Nachdem wir uns dann da eine Stunde hingesessen hatten, geredet hatten, so Revue passieren lassen, ja. Hat Robert dann die Waffe zu Jos weitergehen und hat gesagt, so. Dann schauen wir jetzt mal, dass du auch eine kriegst. Und da hatten wir schon einen gesehen. Das war eine Katze. Und er sagte auch, ja, die passt, die können wir schießen. Aber die standen halt ganz doof hintereinander. Also das hatte gar keinen Kugelfang und das wäre alles nicht richtig gewesen. Da haben wir gesagt, okay, ganz entspannt, wir warten. Und irgendwann hat sich das dann so ergeben, dass die Katze so ein bisschen vorkam.
und da um die Ecke ging und hatte sich ein bisschen besser positioniert. Dann hatten wir noch gewartet, bis sie breit stand. Na, irgendwann stand er dann auch breit und dann habe ich auch fliegen lassen. Und das passte, die ist ja dann sofort. Die ist sofort, ja. Und da haben wir uns echt riesig gefreut. Ja. Max hat ja jetzt den. Er hat einen Bären geschossen. Bären geschossen. Du hast eine Katze geschossen. Und wo erkenne ich jetzt den Unterschied? Also, was ist da? Auf die Entfernung am Gesicht. Ja. Eine Katze hat nie die stumpfe, in der Regel nie das stumpfe Gesicht wie ein Bär. Ja. Nur eine ganz alte oft. Aber wenn du jetzt nicht schaust, ja, weiß ich nicht. Der Bär ist einfach bulliger vom Gesicht her als die Katze. Ja. Ja. Siehst du aber auch. Auch an den Zähnen hier, ja. Ja, die Zähne. Aber die Katze hat schon auch. Ist das schon? Fette Zähne, ja. Sag ich einmal. Da ist schon ein Unterschied auch bei den Zähnen, dass die Katze kleinere hat. Und der Bulle ein bisschen stärkere. Der ist ein bisschen jünger. Das kannst du nicht verallgemeinern. Das ist, ich weiß nicht, sag ich ja, ich mutter mich nicht so. Dann sind wir ja noch, haben wir die noch aufgebrochen am Fluss? Genau, ja. Und dann haben wir die beide runtergetragen. Ein Bär, ich eine Katze und für uns beide das erste Murmeltier. Das war echt ein gigantisches Erlebnis. Also wieder aufgestanden, haben eine halbe Stunde länger geschlafen, weil wir ja schon eine andere Höhe erreicht hatten. Genau. Kaffee getrunken, Tee getrunken. Und dann ging es wieder los. Ja, Tasche gepackt und los ging's. Du siehst nur vorne den Lichtkegel vor dir und ich den Vordermann. Ich habe Max immer mit den Füßen vor mir, ist er dann da hochgestapft. Da bleibst du dann dran. Machst du Impulse scharf und die Sicherung ist immer nur Sicherung, okay? Dann tust du stechen, okay? Und dann fährst du auf Feuer und dann kannst du abziehen. Und hatten wir den Bock, hatte ich dann drin und stand auch noch nicht perfekt breit. Ja, sagt ihr auch, ne? Ja, genau, warte, warte. Du musst warten, bis ich im Brett stehe. Und dann drehte sie sich und dann sagte ich, du passt es. Und dann sagte ich, passt, passt. Dann jetzt geht's. Haben wir eine Stunde gewartet, genau. Ja, stimmt. Stunde warten, damit das Wild ist, damit man es nicht in Verbindung bringt. Kann man nur jedem ans Herz legen. Etwas schießen und abwarten. Am besten eine Stunde, so wie wir es gemacht haben. Ja. Man glaubt nicht, was man dann noch erlebt. Kam Rothirsch runter, ich glaube, zweiter Kopf oder so, kam von ganz oben runter,
Es war einfach nur gewaltig, wie der da runter und majestätisch, wie er da runter kam. Vor allem richtig geklettert, das war ja... Also für uns war das schon echt ein Erlebnis, aber für Andreas auch, weil er meinte, sowas hat er noch nie gesehen, dass ein Hirsch auf dieser Höhe ist. Max Weidmannsheil. Weidmannsland, ja. Was ein dicker Gamsbock, wirklich. Oh. Wahnsinn. Das war ein Erlebnis, ey. Schuss passt auch. Ist perfekt. Dickes Ding, ne? Er war mit der Kulisse. Guck mal da runter. Gigantisch.